Die Bundesregierung will den Ausbau bundesweiter WLAN-Netze in den Städten vorantreiben. Deshalb wurde nun ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der Rechtsunsicherheiten wie die sogenannte Störerhaftung beseitigen soll. Zukünftig können nun gewerbliche Anbieter wie Cafés, Flughäfen oder Bibliotheken bedenkenlos einen Internetzugang zur Verfügung stellen. Bei mir im Studio ist André Schmidt. Herzlich willkommen vom Freifunk Hamburg, ein bundesweiter Verein, der sich für freien WLAN-Zugang einsetzt. Hallo. Vielen Dank für den Besuch. Freies Internet für alle. Klingt eigentlich ganz gut. Wo ist der Haken? Klingt eigentlich ganz gut, ist aber ein bisschen zweifelhaft, was das Bundeswirtschaftsministerium hier vorgestellt hat. Ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was es offiziell bewirken soll. Denn die Betreiber sollen dazu verpflichtet werden, alle Benutzer zu registrieren. Und das macht eigentlich das Anbieten von Hotspots wesentlich schwieriger, als es jetzt schon ist. Ja, das heißt also, flächendeckendes Internet würde es so gar nicht geben. Da ist quasi eine Fehlinformation. Man hat es ja überall eigentlich in den Nachrichten gehört, WLAN für alle. Aber das würde so mit diesem Gesetzesentwurf nicht kommen. Genau. Also die Verpflichtung zur Registrierung bedeutet eigentlich einen großen Aufwand für die Netzbetreiber. Sie müssen nämlich Infrastruktur zur Verfügung stellen, die das kann. Es wird Verschlüsselung gefordert. Das macht aber in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn. Denn wenn ich ein offenes WLAN betreiben will, in dem ich mich registrieren muss, dann muss ich erstmal ein offenes WLAN zur Verfügung stellen. Damit ich mich registrieren kann, verschlüssel ich das. Aber kann ich das nur machen, indem ich den Schlüssel öffentlich mache. Damit ist der Schlüssel hinfällig. Okay, klingt sehr kompliziert. Freifunk Hamburg, ich habe schon gesagt, Sie setzen sich dafür ein flächendeckendes WLAN. Wie sieht das konkret derzeit aus bei Freifunk Hamburg? Was ist die Idee dahinter? Ja, also Freifunk gibt es deutschlandweit. Wir haben ungefähr 10.000 Hotspots, also Punkte, Router, wo man sich kostenlos, ohne Registrierung, ohne alles mit dem Netz verbinden kann. In Hamburg sind davon 730 im Moment aktiv. Und das wird betrieben von Bürgerinnen und Bürgern. Jeder kann da mitmachen, egal ob das Cafés, öffentliche Einrichtungen oder Privatpersonen sind. Jeder kann so einen Router aufstellen und seinen Mitbürgern freies Netz zur Verfügung stellen, ohne dass an irgendwas gebunden ist. Stichwort Störerhaftung, da haben wir ja eben auch drüber gesprochen. Fällt das da auch in eine Grauzone mit rein oder müsste dieses Gesetz, was es ja eigentlich auch nur in Deutschland gibt, dann aufgehoben werden? Geht das überhaupt? Also im Moment ist es so, wir sind Internet Service Provider und somit von der Störerhaftung ausgenommen. Das müssen wir quasi als Workaround machen, um die Leute vor Missbrauch durch Mahnanwälte zu schützen. Auf der anderen Seite, das heißt, an unserem Betrieb würde sich eigentlich nichts ändern. Es ist aber, was wir eigentlich haben wollen, ist, dass die Anwendung der Störerhaftung auf das Internet, wie sie von manchen Richtern interpretiert wird, nicht von allen, eben nicht mehr in Zukunft so angewendet werden kann. Und das würde mit diesem Gesetzesentwurf eigentlich zementiert werden, denn hier werden jetzt nur noch gewerbliche Betreiber nach Telemediengesetz § 8 privilegiert, während Privatpersonen explizit davon ausgenommen werden sollen. Kurz und knapp nochmal, wie sieht es in anderen Ländern aus, in anderen Städten? Das gibt es sonst nirgendwo und deswegen jeder, der mal im Ausland auf Reisen ist, wird feststellen, dass es überall freie, offene WLANs gibt, außer in Deutschland. Und das liegt genau an diesem Missbrauch der Störerhaftung in Deutschland und wird dafür weiter sorgen, dass das hier so eine Internetwüste bleibt, wie es im Moment ist, leider.